Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Napoleon Total War mit Nata immer noch. Yep. Yep, sagt er die ganze Zeit. Yep. Yep. Halt kaum was Besseres, aber egal. So. Wunderbar, naja. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich habe hier. Dran. Ja, ich weiß. Ich habe die erste Armee, meine Elite-Armee, die ist voll aufgetaggt. Ich baue hier gerade meine zweite Armee auf. Die dritte schlachte ich aus. Was fehlt mir denn da noch? Also ich habe da 6 Linieninfanteristen. Und 3 Plänkler. Da fehlt Kavallerie, oder? Kavallerie ist, glaube ich... ich rekrutiere schon Kavallerie und... Ja, okay. Kavallerie empfinde ich als kein Muss. Doch, zum Flanken. Klar, ich habe schon gern Kavallerie dabei, allein zum Flankendecken und zum schnellen Verlegen übers Schlachtfeld. Ja. 6770 Golden Prop. Na kack, diplomatische Beziehung kann ich ja gar nicht einsehen, wenn du da Scheiße machst. Ich müsste gucken. Ja, ich habe was erforscht. Großbritannien. Technologie. Übrigens, ich habe in 3 Runden metrisches System. Jo. Franz, dann gib mal her, was du hast. Ja. Zum Thema metrisches System. Du hast es schon erforscht? Ja, brauchte ich nur noch. So. Dann erforsche ich in 5 Runden Abschaffung der Sklaverei. Gut, dann gehe ich auf Feldambulanz, Taktik von wehrpflichtigen Armeen und große Batterie. Ja. Wenn es die Recht ist. Ja, ja, ich baue schon mal das Berufsgericht. Gut. In Danzig. Ist auch immer ich das in Danzig baue, aber... da kann ich es halt bauen. So, aber Berufsgericht, ne? Das bastel ich auch gerade. Soll ich noch eine 12 Pfünder reinnehmen? Ja, ne? Ja, mach ich. In 7 Runden habe ich das große Arsenal fertig. Hast du das schon? Was? Großes Arsenal. Habe ich erst eine 5. Dann kannst du noch gar keine 12 Pfünder bauen, oder? Doch, ich kann 12 Pfünder bauen. Achso, ja, bei dir ist das anders. Ich kann dann erst mit dem großen Arsenal 12 Pfünder bauen. Ich kann dann 7 Pfünder Haubitze, 6 Pfünder Fußartillerie mit zweiten Rang, 12 Pfünder Fußartillerie mit einem verbesserten Rang. Ich kann dann 6 Pfünder Batterien mit einem Rang, dann Landwehr, dann 6 Pfünder Fußartillerie mit 2 Rängen und 12 Pfünder Fußartillerie. Landwehr ist immer drin automatisch. Mal als Info. Ja. Ich find's geil, bei mir sind alle grün. 4er. Nee, bei mir nicht, wetten. Und ich bin mit meinem Kabinett sehr zufrieden, obwohl ich lieber irgendwie hier unten welche hätte. Von den Kandidaten einen mit 5 Strichen, den ich dann irgendwie bei Justiz oder so reinhauen kann. Oh, ich hab wieder mal was Rotes. Oh, wieder Ungarn. Ey. Großbritannien handelt immer noch nicht. Könnt ihr mal diese hässliche Franzosenflotte... Also der Bot ist so blöd. Ja, da steht vor seinem Hafen, steht ein einziges Schiff, das dem alles wegmacht. Und der hat in dem Hafen 5 oder 6 Schiffe drin und greift das einzelne Schiff nicht an. Standard. Standard. Na. So, weiter geht's. Okay, Schlachtfeld. Richtige Gebäude. Magistrat. Ja, okay. Ist irgendwie voll witzig, dass eine Handelsroute einmal um Europa läuft. Nur, dass wir beide handeln. Naja, wir beide handeln über die Grenzen. Das ja, sorry, aber über den handel ich mit Schwerin, Mecklenburg. Freundlich, Oldenburg. Okay, sehr gut, die sind freundlich. Okay, das Geile ist, ich habe nur Batavarische Republik, die mir feindlich gegenüberstehen. Alle anderen sind freundlich. Okay, Frankreich auch feindlich, aber die ist mir ja egal. Ich meine, die haben... Ja, die kümmern sich ja um dich. Ich habe meine Ruhe. Nur Frankreich lässt mich ja auch in Ruhe. Ja, mittlerweile, aber am Anfang war das... Bisschen tricky. Hier,
Gezogene Kanonenrohre. Naja, ich kann sowieso nichts machen. Echt? Ich hab mein ganzes Geld schon... Musst du erstmal auf die Fabrik warten, ne? Hä? Musst du erstmal auf die Fabrik warten, ne? Ja, und ich hab gerade eben mein Geld für die... fürs Berufsgericht ausgegeben, deswegen... Ja, das war... das ist arschteuer. Wow, eine Rebellion. 6000. Ach ja, eine Rebellion in Ungarn schon wieder. So, großes Museum. Soll ich ein großes... Warte mal, wann... Ne, ich glaube, ich bin jetzt erstmal bei hier meine Wirtschaft aufzupumpen. Ach, schon mal, den könnte ich ja verlegen, egal. Hier, Fabrik. So, wie sieht's hier mit der Armee aus? Fast okay. Wieder vollständig. Hier muss die Kanone. Ey, ich mache im Moment so wenig Money. Money, Money, Money. Jetzt noch Ah, oh, doch, ich mach ganz gut eigentlich. Ah, jetzt sind ja. Sie fertig. Russland geschätzt, ja, okay, die greifen mich nicht an. Ich mach nur 4000 plus. Das war vorher immer mehr. Ich mach auch nur 4700, weil ich gerade jede Menge... Ich muss hier... Du musst, wenn ich Armeen ausbauen muss, dann ist klar, dass ich... Ja. Agent nach Berlin. Armee... Ihr verlegt nach Pitzwalk. Okay, dann kann ich da jetzt noch... Schlesische Schützen. Also da habe ich jetzt drei... Ach, Schmarri. Ich habe hier drei Artis, vier Kavalleristen. Puh, was fehlt mir denn da noch? Linieninfanterie. Ja, dann hole ich mir jetzt noch zwei Linieninfanteristen. Und obwohl... Warte mal. Ach, ich habe hier Grenadiere. Dann rekrutiere ich lieber noch... Grenadiere. Und... Doch, einmal. Zweimal die dann in der Stadt bleiben. So, ich muss jetzt hier meine Wirtschaft ein bisschen aufpumpen, sonst mache ich pleite miese. Mache ich bald miese. Kann sie gar nicht weiter aufpumpen. Hier. Wo habe ich denn die Fabrik gebaut? Hä? Das wirst du. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Also da oben habe ich gerade einen Auftrag gegeben, aber ich habe doch schon vor mehreren Runden hier unten irgendwo was in Auftrag gegeben. Es ist... Naja, ich sag nichts. Was? Es kann passieren, dass... also kann es einfach, dass du es unabsichtlich mal zurückgenommen hast. Ach, hier baue ich sie, genau. In einer Runde habe ich sie, okay. Ja. Alles schon, alles klar. Ach ja, eigentlich könnte ich jetzt einfach da sitzen und nichts weiter machen. Ich meine, meine Feinde sind alle weit weg, deswegen. Spanien? Greift dich an, ich glaube, da hast du nichts zu lachen. Oh ja, ich frag mich, wie die da hingekommen sind. Was willst du? Da werde ich eh verkacken. Dann automatisch. Ja. Automatisch. Du siehst, glaube ich, die Überlegenheit deiner Armee, oder? Bisschen, ja. Sieg! Niederlage? Ich meine, die hatten 10-mal so viele Einheiten wie du, also... Ja. Ah, hier. Da spare ich mir den Scheiß. Großgrundbesitz. Ah, scheiße. Neue Nation ist... Ach, das war eine... Okay. Das Gericht erhöht das auch die, die Beliebtheit in der Region. Nee, ne? Moment. Dann ändere ich das... Ja doch, Repression auf in der Provinz. Ne, ich ändere das lieber in ein Opernhaus ab, das Gericht. Bringt mir mehr in 5 Runden, wenn ich das hier baue, dann... Okay.
Weil dann... Durch. Plus 2 sind plus 3 und das gibt hier... Jumpen wir mal dahin. Krieg minus erklärt. 1, okay. Oh, bitte. Mit wem machst du jetzt Krieg? Ferdi und die... wie... Königreich Nepal. Was hat hier... Hä? Die sind... Nepal ist doch irgendwo in Afrika. Und hier... Italien auch. Ach, da unten. Ja, Schweden, Russland... Du meinst Königreich... Nepal. Das ist nicht Königreich Nepal, sondern Königreich Neapel. Ach, sorry. Ja, okay, das schaffst du. Nepal ist ein Land in Afrika. Ja, Wayne. Komm hier. Wayne Train! Jetzt verlierst du. Meine gesamte Armee, ne? Ja, ich würde lachen. Also, ich würde... Ich auch. Niederlage. Ich glaube nicht, dass du lachen würdest. Du würdest eher fluchen. So. Okay, in einer Runde kann ich dann Oldenburg angreifen. So, keine Ahnung, warum ich das so... ich könnte ja auch mal hier in Bali die Infrastruktur ein bisschen verbessern, gell? Zwei Runden, okay. Forschung... Drei Runden, okay. Okay. Ah, ich kann jetzt hier schon Dampfmaschine erforschen. Geil. Also. Ja, das mache ich dann also in drei Runden erforsche ich dann die Dampfmaschine. Dafür brauche ich dann 6 Runden und dann taugt das. Dong. Fabrik und Großgrundbesitz. Fertig gebaut. Umgang ist entstanden. Hast du die gründen lassen? Nein, ich hätte doch eine Dings. Eine Revolution da am Laufen. Ach so. Die waren ja die ganze Zeit unzufrieden, warum auch immer. Und die haben jetzt halt Ungarn eingenommen. Und jetzt krall ich's mir. Naja, ich bin jetzt hier sehr Straßennot und handel gleich mal mit denen. Ich brauch Geld. Ja, ist halt eine große Straßennote. Kleine Straßennote. Ja, weil es war hier große Nation, also wenn eine große, also bitte, ja. Komm, Österreich ist größer, wenn ich Ungarn wieder hab. Hast du aber nicht. Das hast du da ein ziemliches Loch da in deinem Reich. Ja, meint es zusammenhängender, ja? Ist viel schöner. Naja, wer weiß wie lange. Ja, ich weiß schon, du planst die ganze Zeit im Hinterkopf hier mich am Ende zu zerpflücken, das weiß, merke ich schon. Ganz, dann schafft er auf einmal so eine ganz große Armee da rum und dann knack, habe ich den Kopf abgeschlagen. Aber dann rufe ich alle Abonnenten auf, dich zu flamen. Genau. Jetzt will Ungarn mit mir handeln. Na dann mach's doch, handel mit denen, da kriegst du eine Runde 300 mehr. Ja, 300. Siehst du die Ausrüstung? Ja. Was willst du spielen? Du musst mich angreifen, ja. Feige Ratte. Du musst mich angreifen. Da freust du dich drüber, ne? Ja. Kann ich schon wieder meine Einheiten vercampen. Schlacht von Buddha und Pest. Von Buddha und Pest. Es war wirklich so, so ist der Name Budapest entstanden. Das sind die zwei Stadtteile, das waren früher mal verschiedene Städte. Einmal Buda und Pest. Pest ist der Berg und Buda, also ist der Stadt da auf dem Berg und Buda ist der, der im Tal liegt. Und die sind irgendwann zusammengewachsen und dann wurde daraus Budapest und die Hauptstadt von Ungarn. Ja. Und das weiß ich alles nur, weil ich da neulich war. Ah. Hm. War hoffentlich schön, ne? War cool. Eigentlich eine ganz coole Stadt. Ich sehe deine Einheiten. Ich bin noch nicht mal drin. Ja, ich sehe so ein hässlicher Cheater. Immer siehst du meine Einheiten. Ich sehe deine aber nie. Sag mal, willst du mich verarschen? Nein! Das hat einfach was mit meinem Skill zu tun. Na, so schaut's aus. Aber du hast so viele Einheiten, das ist grausam. Ja, 90% davon sind Miliz. Ja, okay. Miliz kann auch tödlich sein. Ja, durch ihre Masse. Ja.
Wie war das? Ich muss angreifen? Ja. 6. Dürftest da ja relativ weniger Probleme haben, ne? Ja, verteidigen finde ich schon leichter, vor allem gegen dich. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich hab nur Schrottinfanterie. Miliz und bewaffnete Bürger. Beschwer dich ja mal nicht, ja. Mach ich aber. Kann hier gar nicht. Ich mach das anders. Das mache ich. Also das mache ich ja mal komplett anders. Das so. Oder was hältst du von meiner Aufstellung? Kannst du gerne machen. Das ist mir relativ wurscht. Wayne Train. Appa, hallo. Kann ich mich denn aufstellen nach hier? Da. Okay, die stehen da schon gut. So. Ach ja. Was denn? Dass du meine Einheiten siehst, ey. Ich pack's nicht, oder wahrscheinlich siehst du die gar nicht und ich meine mir jetzt hier vor den Kopf. Kannst du dir sicher sein, die sehe ich. Wieso eigentlich? Wenn ich Napoleon spiele, sehe ich deine Einheiten auch nie. Ich habe erst einmal Napoleon gespielt. Na, da war aber nicht Napoleon dabei. Stimmt. Die haben Zylinder auf, das ist cool. Echt? Cool. Mhm. Die sind wirklich cool. Kühli Mülli. Underrülli. Ja. Ah ne, ich mach alles über, genau. Ich mach das über die hier und dafür muss ich hier rüber. Ich werde dich zerfleischen. Das will ich sehen. Ja, okay, mit den ganzen Milizen wahrscheinlich nicht, aber... Hast du eigentlich Artillerie? Jupp. So, schiefe Schlachtordnung. Scheiß Reichweite meiner Artillerie. Ich kann direkt vor deine Kavallerie schießen. Ha? Ich kann direkt vor deine Kavallerie schießen, aber nicht danach hinter. Das coole ist, meine hat genauso eine scheiß Reichweite. Ich kann nicht mal auf deine Arti bomben. Tja. Hier pfeift ein Wind, du, das ist der Wahnsinn. Ich höre es nicht. Oh. Oh. Die habe ich in eine Senke gestellt, aber wie praktisch. Deine Arti, ich habe es schon gemerkt, habe mich schon gewundert. Das habe ich nicht beachtet. Mensch, kann aber Junge. Verdammt tödlich für dich sein. Dass du in der Senke stehst? Ja. Wieso? Kann. Ganz einfach. Die kann. Kugeln können direkt langsam durch deine Reihen rollen. Hm, tun sie hier auch schon, ist sehr effektiv. Obwohl... überhaupt nicht effektiv, kein einziger Kill. Da kamen Granaten direkt in die Massen rein und dachte mir, oh scheiße, jetzt killt er mir schon gleich tausende weg, aber nein. Lol. Eigentlich müsst die echt übelst verheerend sein. Eigentlich. Und cool. Immer noch kein Kill. Das ist ja echt Kartätschen-Shit. Kartätschen-Shit? Ja, da kommen sie wieder und zack. Die schlagen viel zu früh ein. Mhm. Ja, vorhin haben ein paar von den Massen getroffen, aber kein Kill. Nix Kill. Aber die schießen auch immer auf die gleiche Position. Ja, es sind nur wenige, die abprallen, also. Mittlerweile nur noch wenige. Du hast nicht getroffen. Wie immer. Ich habe das Gelände nicht gut genug beobachtet. Da habe ich ein paar Fehler gemacht, aber egal. Beschwer dich ja nicht, ja?
Mir auch passiert. Ja, okay, aber das ist echt eine Leistung, die da so reinzustellen. Aber wirklich passig. Passig? Meinst du Patient? Ja. Die passt mal, oder? Yay, du hast 6 von meinen bewaffneten Bürgern umgenietet, du Arschgesicht. Yay, Verluste. Scheiße, das ist echt scheiße hier. Ah, da hast du Jäger hinten, oder? Sind das Jäger? Was sind das? Ja doch, Jäger im Wald versteckt. Haben die schon geschossen? Nein, und noch mehr deiner bewaffneten Bürger. Ja, insgesamt hast du jetzt 10 getötet. Ja, und da verdammt viele Schuss gebraucht. Du willst mich hier umgehen, ne? Umflanken möchte ich dich, genau. Flanken, ja, das habe ich gemerkt. Ich umflank dich so hart, dass du keine Chance hast, überhaupt zu überleben. Jupp, das sehe ich. Okay. Kleiner Taktikwechsel. Gehst jetzt erstmal auf meine Jäger, ne? Du? Nö. Ne? Zack. Ich getroffen. Noch habe ich Munition dafür. Ja, ich kann einfach so lange warten. Ich meine, ich habe unbegrenzt Zeit. Ich warte so lange, bis du fertig bist. Ja, das war echt dumm von mir, das da drin zu haben, aber okay. Du und deine Jäger. Ja. Das Schlimme ist, meine Miliz hat einen schlechteren Nahkampf als deine Jäger. Oh, ist bitter. Die Miliz sind so schlecht. Also Reichweite sind sie genauso gut, die Präzision ist halt für den Arsch. Also ich glaube, die ist 10 schlechter als der normalen. Lade, nachladen tun sie länger. Munition, keine Ahnung. Nahkampf sind sie deutlich schlechter. Angriffsbonus ist der gleiche, glaube ich. Verteidigung sind sie schlechter. Und Moral ist sowieso für den Arsch. Also, du hast deswegen gute Chancen, weil du viel bessere Einheiten hast als ich. Ja, wie gesagt. Du freche Arschkrampe. Jetzt ballerst du auf meine Artillerie hier. Ja, und trifft nichts. Verdammt. Du hättest Chancen, mich zu treffen. Die Spanier haben ja echt eine grauenhafte Arti. Ungarn. Das so meine ich ja. Grauenhafte Arti. Ich meine, guck mal, wo ich stehe. Ich kann gerade mal auf deine Arti ballern. Ja, und die schießt schon ewig. Meine Arti hat eine scheiß Reichweite. Ich wette, deine Arti trifft meine Linie. Ich hoffe so ein bisschen. Ich kann auch irgendwie keinen Angriff starten. Wieso nicht? Weil da du da hinten Kavallerie hast. Leider hast du sie gesehen. Ja. Hätte ich lustig gefunden, hättest du dann ganz optimistischen Angriff gestartet und... Vollkommen verkackt. Glaubst du oder nicht? Sie hätte nichts dagegen gehabt. Ich weiß. Ich bin ja nicht ganz dämlich. Ja, meine eine Arti hat schon... Ein bisschen tot. Was? Nee, nicht tot, aber Verletzte. Echt? Schade. Also noch leben alle, aber die sind halt schon morales niedriger, weil... Also die Orange... Sie sind orange, so. Orange! Die eingeschlagenen Kugeln fanden sie ja so nicht so toll. Doch, waren sie begeistert, also. Was will man da denn mehr? Ach, sag nicht, ihr könnt immer noch nicht darüber schießen. Du versuchst da den Berg wegzuballern, oder was? Oh ja, das versuche ich. Das ist mein Erzfeind, meint der Berg.
Halt, stopp. Ja, doch. Artillerie! Oh, bitte Jäger, schießt schneller. Ihr könnt schon auf mich schießen. Kleiner Cut übrigens.